fordern, und das war bis vor wenigen Jahren eigentlich in ganz Europa Konsens und galt auch in den USA als das positive europäische Beispiel. Wir fordern die garantierte Erhaltung der Grundversorgung durch das Gemeinwesen, also die öffentliche Hand. Kein Privatinvestor kann das Gesundheitssystem, kein Privatinvestor kann die zeitgenössische Kunst, die Bildung, die Polizei, die Feuerwehr garantieren. Das ist völliger Quatsch. Und die Finanzkrise hat bewiesen, dass das Gerücht, dass die Beamten so schlecht arbeiten würden, gar nicht stimmt. Private Investoren, Banker, Manager, Telefondesinfizierer haben mindestens ebenso, wenn nicht viel schlechter gearbeitet. Ich erinnere euch alle da nur an die Lehman-Pleite, und die Euro-Pleite steht uns auch bevor, weil uns alle belügen und sagen, wir würden Griechenland retten. Auch das ist Quatsch. Niemand rettet Griechenland. Alle wollen nur die europäischen Anleger und die europäischen Banken retten. Vielleicht sollen wir auf die verzichten. Rettet Berlin vom Mietwucher. Da muss ich nicht viel erklären. Das hat heuer ja wohl jeder in seiner eigenen Tasche gespürt, dass die Mieten in Berlin doch sehr drastisch steigen, obwohl es leerstehende Wohnungen gibt. Es stimmt einfach nicht, wenn der Herr Bürgermeister uns erklärt, es würden 300 Wohnungen in Berlin fehlen. Das ist Quatsch. Es gibt viel leerstehenden Raum, und der wird einfach leer Stand gehalten, um die Mieten nach oben zu drücken. Wehrt euch dagegen! Rettet Berlin vor dem Ende der Kunst! Ja, ob wir das noch schaffen, bin ich mir nicht so sicher. Weil es gab ja jetzt gerade diese Best in Berlin-Ausstellung, da sind wir ja vorbeigefahren. Das hat uns doch in der internationalen Presse eher einen sehr schlechten Ruf eingebracht. Und Herr Bürgermeister, 1,6 Millionen für den Witz, da sagen wir auf keinen Fall Danke. Wir fordern die Einführung einer Kulturtaxe. Wenn Berlin schon so auf Touristen abfährt, ja, und das quasi so die Touristenhölle des Nordostens werden soll, dann ist es auch legitim, wenn man 2 Euro auf jede Übernachtung nimmt, und aus diesen 2 Euro aus jeder Übernachtung lässt sich der Berliner Kunstbetrieb und der Berliner Kulturbetrieb locker querfinanzieren. Und wir setzen uns dafür ein, dass endlich die Künstler und die Musiker, vor allem natürlich die elektronische Musik, wir sind Elektrokult, dass wir alle wirklich von dem, was wir tun, leben können. Und dass keiner uns schräg anguckt und sagt, was ist das für eine Arbeit? Ich singe auf der ganzen Welt. Ich bin ein Exportartikel aus Berlin. Und überall, wo ich hinkomme und singe und sage, Greetings from Berlin, dann sagen die alle, ja! Und wisst ihr, warum sie das sagen? Weil wir auf der ganzen Welt einzigartig sind. Und wir sind einzigartig aus dem Grund, weil hier so viele Künstler auf einem Haufen leben. Das gibt es in keiner anderen Stadt außer in Berlin. Und wenn die Politik nicht begreift, dass ein Tacheles 500.000 Touristen pro Jahr hat und das Geld in die Kassen schwemmt und die nur als Randerscheinung sehen, dann sind wir dagegen. Was wäre die Gesellschaft ohne Kunst, ohne Musik, ohne diese ganze Kreativität? Was wären wir? Das ist, was Berlin braucht. Widerstand. Weil in diesem Buch steht, von Stefane Hessel, steht, neues Schaffen heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt Neues schaffen. Das müssen wir uns verinnerlichen, weil es ist unsere Welt. Also die Heuschrecken flüstern denen, denen wir am Wahltag im September unser Kreuzchen geben.
Wir haben aber keinen Einfluss darauf, welche Politik dann gemacht wird. Sie holen sich quasi nur die Legitimation dafür, dass sie im Amt sind für die Heuschrecken. Und das ist die Wirklichkeit, das ist die neue Realität. Und dafür wollen wir neue schaffen und Widerstand leisten. Egal, ob das das Tacheles ist, egal, ob das die Kastanienallee 21 ist, egal, ob das der Volksentscheid Berliner Wasserwerke, Geheimverträge offenlegen ist, egal, ob das das Spreeufer ist, egal, ob das noch ein neu zugezogener ist, der dann sagt, ach, das ist mir aber zu laut, wir müssen den Club zumachen. Das Wasser, das aus dem Hahn kommt, gehört dir auch nicht mehr. Es ist aber eigentlich deins. Es ist dir aber gestohlen worden. Und warum? Weil wir alle Schafe sind. So denken die. Ja? Und wenn wir dann demonstrieren, dann denken die, hoch, die Schafe blöken. Na sollen sie. Wir haben ja im Hintergrund ganz viel Kapital. Und irgendwann darf ich auch mal eine Yacht haben, bezahlt von Eurovia, von Veolia, von RWE, von Springer und wie sie alle heißen, die unser Land regieren. Und das ist falsch und das bedeutet Widerstand. Weil unser Widerstand erschafft Neues für uns. Keine Wahl. Du hast keine Wahl. Du darfst nicht mitbestimmen, weil es den bundesweiten Volksentscheid, bindenden bundesweiten Volksentscheid immer noch nicht gibt. Und es ist an der Zeit, dass wir uns alle organisieren und zusammenkommen für einen bindenden Volksentscheid, der im Grundgesetz steht und der sich nicht gegen das Grundgesetz wenden darf. Das brauchen wir. Volksentscheid. Ja? Das brauchen wir. Also, leistet Widerstand, seid laut, kämpft für ein humanes, lebenswürdiges, liebevolles Miteinander in Berlin. Vielen Dank.